Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Games im Gästeliff Extrem. Mit Killer 7 in 17. Teil. Sehr gut, Dominik. Ja, ich merke mir sowas immer. Ich habe da ein Talent für. Du kannst das auch besser sagen. Herzlich willkommen zum. Teil. Ja, nee, also 17. Teil ist es. Müsste es rein theoretisch sein. Ist es doch. Wir sind immer noch im Ichikaka. Ichikaka Duchi. Bochi Kakao. Wie ging das Lied? Das ging so. Das ist so ein altes aus den 70ern. Wir sind viel zu alt. Ja. Wir sind immer noch in dem Vergnügungspark. Ja. Wir haben gerade irgendwelche Gorillas abgeschossen. Ja, das stimmt. Das und jetzt stehen wir vor einer roten und einer blauen Tür. Welche Pille nehmen wir denn? Welche Pille hättest du denn eigentlich genommen, wenn es Matrix... Was hieß das nochmal? Ich weiß es also nicht mehr im Detail. Ja, oh Gott, jetzt alle ja. Matrix-Fans werden mich jetzt erschlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Also die eine Pille war... Die zum Vergessen und die andere war... Du gehst, kommst aus der Matrix raus quasi. Ja. Und die andere, du vergisst alles, was er dir erzählt hat und bleibst in der Matrix. Für immer. Ja. Welche würdest du nehmen? Welche Pille? Die, die dich rausholt aus der Matrix oder die dich rein... Müssen. Was wäre denn, soll ich mal ins Spiel springen? Ja. Was wäre denn, wenn man keine von denen genommen hätte? Oder stand das gar nicht zur Debatte? Ich glaube, das stand nicht zur Debatte. Also man muss eine nehmen. Ja. Was ist, wenn man beide nimmt? Was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Also, wollen wir ins Mysterienhaus oder zum Spinni? Ich würde sagen, wir gehen zu Spinni. Das klingt sehr interessant, die... Entschuldigung. Ich weiß nicht. Also wenn jemand zu mir kommt... Ach hier, Keramik, man muss aufs Herz schießen. Ah ja, rennt weg. Das. Oh. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst dich für eine Pille entscheiden, dann würde ich ja sowieso erstmal wahrscheinlich... Ah, verstehe. Das ist interessant. Ah, zu knapp. Was ist das? Nee. Darfst nicht so weit vom Rand weg. Näher am Rand bleiben. Hurts, doesn't it? Alle guten Dinge sind frei. War das Spinni oder was? Das war Spinni. Achso. Da war ein bisschen Spinni. Hm. Guck mal, wer da hinten ist. Ein fetter Revolver und eine Seehülse. Na klar! Ich glaube, ich bin die Spinni hier. Ja! Gefallener Engel. Oh. Dämonenwaffe. Yeah! Limonenwaffe. Die Limonenwaffe. Limoneneis! Ach, King of Queens. Ja, toll. Das war gut. Das war eine der wenigen Serien, die ich geguckt habe. Aber da waren auch so viele alte Witze drin. Ja, na klar. Also so viele alte Szenarien auch. Ja, natürlich. Wenn man sich mal die ganzen und so viele alte Leute auch, Sitcoms also aus den 80ern und klar. 90ern anguckt, dann ist es aber auch schwierig, immer neue Ideen zu haben, was irgendwelchen Leuten in Sitcoms passieren kann. Das stimmt allerdings. Aber es gibt echt immer so die Standardsachen. Fällt es natürlich gar nicht ein. Natürlich nicht. Aber so. Man regt sich immer auf, aber dann fällt es einem selber nicht ein. Jetzt haben wir hier die fette Dämonenwaffe übrigens. This is too easy. Ja, leck mich am Arsch. This is too easy. Nicht schlecht. Verdammt! Warte. Wir gehen schnell in den Arbeitszimmer und speichern. Ah, das ist gut. Aber, gut getroffen. Dann. Ja, aber dann hat er mich auch gut getroffen. Aber das war doch nicht er, oder? Das war doch sein Freund. Das war sein Freund. Hat er gesagt, ey, ich räch dich. Mein bester Freund hat gesagt, oh mein Gott. Sie haben Stan Frank. Getötet. Ach, nee. Frank! Rotate yourselves, kids. Rotate yourselves. Guckst du wieder? Was denn? Man darf da wohl mal seinen Körper untersuchen. Voll auf der Kamera. Das klang jetzt nicht. Das klang jetzt auch ein bisschen so, ja? Wenn man das Alter erreicht und dann bestimmte Teile deines Körpers wachsen. Ja, das kommt immer so überraschend. Oh, 1000 Dezibel! 1000 Dezibel! Gott. Ja, komm, aber hier ab zum Fernseher. Jetzt hätte ich Harlins. Waren wir da nicht gerade? Ja, ich weiß, aber ich habe nicht gesehen, dass wir 1000 Dezibel, dass das voll ist, die Scheiße. Für wie viel?
Deziliter kriegst du eigentlich so ein kleines Serumsbums? Das weiß ich nicht, hast du mich schon mal gefragt, kann ich dir wieder nicht. Würde ich auch nochmal machen. Ja, das kommt also bestimmt nochmal. Ich frage dich auch bestimmt nochmal. Spätestens in der nächsten Session. In der nächsten Session? Session. Ist ja dann auch wieder lange hin. Das stimmt. Boah, 1000. Ich glaube, irgendwann sagt er, dann macht er dann wieder Feierabend, so wie wir es schon machen. Nee. Ich habe Schluss. Genug Blut. Hier ist nicht. Die Maschine ist überhitzt. Wow. Ey, wir kriegen echt fett Blut. Aber fett? Dickes Blut. Fett Blut. Ja. Was eigentlich, wenn wir... Wissen wir eigentlich, ob das Blut steril ist, gesund, nicht, dass da irgendwelche... Nicht, dass er die Blutgruppen mixt. Vielleicht ja. Hatten die ja andere Blutgruppen und dann klumpt das. Da war aber nichts gekonnt. Gar nichts gekonnt. So, genau, ich habe mir nämlich vorhin mal angeguckt, der gute Kevin, der kann, braucht was. Kevin braucht mal wieder Messer Ulf. Der hat auch hier Level 3 alles. Der hat auch Level 3, wer hat denn nicht Level 3? Ja! Yeah. Du hast dich schon mal über, du magst diese Geräusche, ne? Okay, gut. Okay, jetzt können wir uns also... Okay, habe ich noch ein Level 2 gerade? Wo? Bei Ludmilla? Nee, doch. Nee. Dann können wir jetzt also Dan aufbauen mit hier. Dan the Man, Energiegeschwindigkeit. Ah, ich denke mal, nee. Nee, ist nicht schlecht. Toll. Ich hatte auch Geräuschnachvertoner. Könnte ich mir auch vorstellen. Geräusch nach Vertoner, ich weiß ja lieber nochmal. Es gibt so ein Geräusch und ich mach's mit dem Mund nach. Gibt's ja so einen Vogel irgendwo im Amazonas oder so. Der kann. Weil da der kann auch Kettensägen. Kettensägen, weil sie ja neben ihm im Amazonas im Regenwald alles abholzt. Das ist so lustig eigentlich. Eigentlich ist das sehr traurig. Ja, nee, aber dass er das nachmacht, ist lustig. Das klingt ja wirklich... Stell dir vor, du hast aus Versehen neben die Waschmaschine angehabt. Er macht den ganzen Tag hier die Waschmaschinen, glaube ich. Ja, und du denkst dann, oh mein Gott, die Wäsche ist ja noch... Die Wäsche ist ja noch am... Am Wäschen. Waschen. Ja. Oder irgendwie sowas. Soll ich eigentlich diesmal in den Time stehen? Guck mal, wir gehen wieder zum Knotentor. Was für ein Knotentor? Jawohl. Das will ich nicht verpassen. Zum Knotentor. Auf zum Knotentor. Die nehme ich. Wo ist eigentlich seine Techno-Musik hin? Kommt gleich wieder. Besser. Jetzt kommt noch die bessere. Jetzt kommt die bessere. Das ist wirklich von FC-Bro, glaube ich. Ja, das ist so ein richtiger generischer Techno. Quark. So wie Techno. Wie Techno. So wie Techno. Oh, jetzt. Generischer Quark. Generischer Quark, so wie Techno eben ist. Oh, das Knotentor, ich sehe es doch schon. Dass es aber auch überall so eine Halle gibt, ne? Das ist erschreckend. Jetzt kommt doch hier der Polunderfred. Jetzt kommt Polunderfred. Da ist er. Oh, so verklebt geworden. Ja. Die Filme sich von oben, ist einfach nur klein geworden. Wie ein Held, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Weißt du, was als nächstes passiert, hä? Dieser schöne Glanz. Dahin. Der Panzer zerbröselt wie ein Keks. Und so zerbröselt der Panzer nun mal. Die Wahrheit war ein Monster. Sie ist ein Monster. Monster. Erwachsene sind doof. Das stimmt. Na, tschüss, Fred. Tschüss, Polunder, Fred. Erwachsene sind doof. Noch ein Knotentor. Mit was? Natürlich. Ich werde mir ins Gesicht schießen lassen. Hä? Ja. Okay. Ne? Dann. Nee, weil wir die Dämonenwaffe haben. Ach, das ist die Dämonenwaffe. Hat die nur Dan the Man? Oder nur Dan the Man hat die Dämonenwaffe. Aha. Interessante Mente. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gegangen. Das war, wir haben uns würdig erwiesen. Und dann gibt's nochmal. Fett Techno auf Ohren. Killer 7 ist ja eines der wenigen Videospiele bis heute, wo man den Soundtrack separat kaufen konnte. Ja? Ja.
Oh, was machen wir alles? Also erstmal Hammerzimmer. Also man konnte quasi die Techno-Platte. Ja, ich glaube, es noch ein paar mehr. Ach, das Streichquartett? Auch das Streichquartett. Das Vergnügungspark-Streichquartett? Schön, schön. Oh, es befindet sich keine... Ja, ja. Dingsbums. Rotate yourselves. So, reden wir mal mit Travis. Was hat er uns zu sagen? Gothic Metal! Mhm. Aber dann wollt ihr auch noch was davon abhaben. Die Mitglieder der Selbstverteidigungsarmee von Seattle schlossen einen Bruderschaftsblutpakt. Oh Gott. Predator werden mit dem Tod bestraft. Der Hellion wurde von Pedro gestellt. Der Hellion ist Pedro. Pedro beauftragte Dan, das Schwarzgeld zu waschen. Jetzt, wir wissen Bescheid, ne? Pedro klingt alles. Jetzt würde der eher waschen. Die Wäsche. Pedro aus der Reinigung. Da, guck mal, Polunderfred. Der Polunderfred! Macht doch die Ohren zu. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, was so die Abgefahrenheit. Schieß sie von der Ferne ab. Schieß sie schnell. Rette mich. Rettet sich doch selbst. So, ich glaube, wir brauchen einen anderen Smith wieder. Obwohl eigentlich. Ach, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es läuft. Denn jetzt. Nicht Curtis. Sondern? Tja. Wer ist denn das? Die junge Dame hier. Was ist das? Sailor Moon. Werde ich schon gerne üben. Wer dieses Land plagt. Das ist hier der Erziehungsratsvorsitzende. Ja, die Blackburn. Die Erziehungsratsvorsitzende. Schönen guten Tag, Frau Vorsitzende. Furzende heißt sie oft auch. Die Erziehungsratsvorsitzende. Die haben doch, als sie das kreiert haben, gesagt, oh, jetzt brauchen wir einen neuen Gegner. Wir gucken ins Wörterbuch. Ach, da ist er. Wir gucken ins Wörterbuch. Seite... Wort... Erziehungsrat. Okay, nee. Ich brauche einen anderen. Was ist Erziehungsrat an sich eigentlich ein Wort? Der Erziehungsratsvorsitzende ist er übrigens. Ja, ich weiß auch. Also ich weiß nicht, wie die auf die Sonne kommen. Was machst du jetzt? Ich glaube, na, sie ist nur im Licht zu sehen. Die gute Ayame. Ayami Blackburn. Wo ist sie denn? Ach, da. Mist. So. Komm her, Ayame. Da ist er. Triffst du die denn so auch? Oder ist das bloß... Ich hoffe, dass ich sie so treffe. Kannst du sie auch nur im Licht treffen? Oder ist sie nur im Licht zu sehen? Die hat ja eine ganz schöne Ausdauer. Ja, die rennt ganz schön schnell. Jetzt habe ich sie mal gemacht. Oh, jetzt quietscht sie. Deshalb brauchst du halt... Verdammt schnell, ne, die gute. Aber ganz schön. Die gute Ayame. Die hat wohl Hummeln im Hintern. Dafür so eine Erziehungsratsvorsitzende? Ja, schnellste Erziehungsratsvorsitzende von der ganzen Welt. Wow. Oh, vorsichtig. Eigentlich, dass wir so viel Blut haben. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel Schaden wir ihr immer machen pro. Stimmt, 12 oder so. 12? Okay, ich stelle mich mal. Verdammt schnell, die gute. Der Ayame. Ja. Sailor Moon. Leckdorn. Da kriegt sie.
Weil Con, dadurch, dass er natürlich so schnell schießt, macht er natürlich nicht so viel Schaden. Aber... aber dafür trifft man wenigstens ab und zu mal, weil stell dir mal vor, ich müsste jetzt mit dir, keine Ahnung, hier, Blutilla, nee, wie hieß er? Blutmilla. Blutmilla. Das stimmt, das wäre gar nicht mehr so leicht. Aber hier kriegt sie ja schon ab und zu mal wenigstens. Ab und zu kriegt sie mal. Achso, da hinten ist sie schon wieder. Die das dreht alle ihre schnellen Runden, ne? Die Gute. Stoppt eigentlich immer die Zeit, oder was? Dass sie hier einen Weltrekord hat, dann kann man merken. Euer Rundenrekord. Oh. Ja, sie ist jetzt nicht so ohne. Die Gute. Sie ist, genau, sie ist mit, nicht ohne. Ich weiß auch nicht, wie oft ich sie treffen muss, ganz ehrlich. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Gute Ayame Blackburn, Beziehungsratsvorsitzender. Und das ist, wer die Schwester von... Das ist die Schwester von... von Hubert... von Hubert Nuttenkiller. Hubert Nuttenkiller. Der Erziehungsratsvorsitzende. Die ist die Schwester von Hubert Nuttenkiller. Oh, ich hab's so. Das meine ich. Eieiei. Ah, das hat sich nicht so viel abgezogen. Ist getroffen, nein. Und die ist ja unverwundbar auf dem Lüse einmal. Ich geh einfach mal hier so. Hä? Da sehe ich einfach so eine Granate. Ja, ja, ich habe es auch gerade schon überlegt, ob es da nicht. Aber ich weiß nicht, ob man sie da so gut trifft. Weißt du? Wow! Ach, Unsinn. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie da so gut trifft. Aber ich glaube. Na gut, vielleicht muss man. Ich weiß nicht. Schießt sie natürlich schon ein bisschen. So ein Dollar. Als nächstes. Ja, ja, die ist richtig, richtig schnell, ne? Sie bekämpft ja auch die korrupte Gesellschaft. Muss man schnell sein, ne? Da muss man ein bisschen schnell sein. Da hat man. Schneller als die Korruption. Da hat gar keine Zeit, sie zu. Nee, das ist, glaube ich, die Fläche. Die zu bestechen, weil sie wieder weg ist. Aber hier, das ist doch schon eine schöne Stelle, um sie mit dem Granatwerfer. Ja, pass auf, wir machen das erstmal. Ich will bloß. Mach mal Persönlichkeiten wechseln wir. Mit sie. Granate! Granatesmith! Granate! Nee, hier, Dancing Boy. Jetzt kommt sie ja gleich vorbeigeschnackselt da. Und dann kriegst du erstmal schön eine Granate vor den Latz. Und dann musst du dich jetzt auch nochmal überlegen. Nee, das kann ich. Das ist ein großer Parkplatz. Das ist auch ein ganz schön großer Parkplatz. Der ist leer, ne? Ja. Ah, nee, ich glaube. Okay, das wird nichts. Okay, also mit ihm wird das nichts. Das heißt, vielleicht. Warte mal. Kaede? Kevin ist relativ schnell. Der kann ja hier. Messerulf. Messerulf. Nicht Kevin, Messerulf. Ich glaube, Con ist da doch am besten die beste Variante, weil. Ja. Con ist die beste Variante. Quatsch.
Weil der Rest, also... Der Rest vom Schützenfest ist auch nicht so pralle. Nee, dann ist es weiter. Weil mit dem habe ich sie jetzt ja immer getroffen. Ja. Also nicht immer, aber immer öfter. Sag mal! Das treffe ich sie wohl gar nicht mehr, oder was? Okay. Okay. Jetzt bist du raus. Ja, es scheint so. Ich bin wirklich raus. Ey, haben wir irgendwas übersehen? Also ich persönlich kann ich irgendwie... Muss ich das Licht ausschießen oder was? Das ist ja weniger sichtbar. Ja. Muss ich das Licht anknipsen? Irgendwas meinte doch der Polunder-Fred mit... Boah, die ist richtig schnell. Jetzt auf einmal. Phase 2 hier. Was meinte der mit Licht? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber anders als im Viereck kann ich hier leider nicht laufen. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen im Viereck. Ha. Okay. Aber nicht, muss man den Bosskampf nochmal machen, ne? Das ist halt dann. Das ist echt flink. Hast du sonst noch was zu erzählen, Dominik? Vielleicht irgendeinen anderen Ring anlegen? Vielleicht Zeit. Ich weiß nicht. Dass du sie verlangsamen kannst. Okay, das war's. Ich hätte sie wirklich nur noch einmal treffen müssen, aber das war halt arsch schwer, sie zu treffen. Oh Mann. Da, Ayami Blackburn. Tschüss. Ja, gehen Sie weg! Alter, Walter. Da ist der Schulbus da. Das, just another Tuesday. So, Feierabend. Feierabend. My work here is done. So, der Schulausflug ist beendet, liebe Kinder. So, wenn jetzt hier auch die Ayame endlich mal einsteigen würde und aufhören würde mit dem Maschinenpistole über den Parkplatz zu schießen, dann können wir dann auch endlich wieder zurück in die Anstalt fahren. Ich mag auch übrigens diese Musik. Tschüss! Oh Mann. Das ist so abgefahren, oder? Schon. Aber wie gesagt, you ain't seen shit. Wirklich. Also André Ulfmeder, Armin Ulfmeder, Armin. Der Ayame Blackburn hier. Oh, ach, jetzt kommt die, jetzt, das ist Petro, also der irgendwie mit in diesen Organhandel mit involviert ist. If you're looking to play doubles, go find someone else, all right? Das ist die verstörende Szene, die ich meine. Doubles. Warum was denn? Nein, kommt noch. Achso. Komm. Oh, das ist verstörend. Das ist sehr verstörend, ne? Nee, hey, kommt jetzt noch. Irgendwann kommt dann, bitte legen Sie Disc 2 ein, übrigens. Oh, das ist auch ganz schön verstörend. Das ist auch ganz schön verstörend. Fitnessclub. Da sind wir gleich, aber erstmal nach Seattle zurück. Na klar. In unseren Wohnwagen. Nebenan hat der Armin Ulfmeter sein aufgestellt. Ja. Ach, die Dauercamper unter sich. Wollen wir wissen, was da schon wieder losgeht? Ja, irgendwann erfahren wir, so viel kann ich dir schon mal verraten, was hinter dieser Tür ist. Ein Affenstall? Da ist ein Affenstall drin, genau. Und ein Schleifstein. Ja, und ein Schleifstein. Und sie streiten sich gerade, welcher Affe jetzt als nächstes auf dem Schleifstein sitzen wird. Oh, es piepelt. Was? Na, dann können wir hier eigentlich Schluss machen. Ja, wir können auch ein bisschen. Oder ist das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt? Ist ja eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt, ne? Warum? Ja, zwischen zwei Aufträgen, also zwischen Teil 1 und Teil 2 von... Begegnung. Das Einzige, was wir rein theoretisch noch machen können, ist noch den guten Harmon aufwecken, mal wieder. Dann machen wir das. Was wir nicht können. Aller Sack.
auf ihr wacht, können wir nicht nehmen. Nee, das heißt, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Naja, wir sind jetzt bei 26, also es wäre dann ja, Machen wir mal einen kurzen Teil. Machen wir mal einen kurzen Teil. Machen wir mal einen kurzen Teil und sprechen wir mal nicht gutes Deutsch. Gut, liebe Freunde, im nächsten Teil Quatsch geht's dann... Im nächsten Quatschteil. Geht's dann hier raus, nach draußen. Draußen, da wollen wir hin. Da wollen wir hin, nach draußen wollen wir. Machen wir. Gehen wir gleich. Ja, Schluss. Ja. So, oh, huiuiui. Was haben wir diesen Teil gelernt? Ja. Es gibt Erziehungsratsvorsitzende. Genau, gibt den Erziehungsratsvorsitzenden in Schuluniform niemals eine Maschinenpistole? Der Ayame Blackburn, gegen die haben wir gekämpft. Die ist also verwandt mit dem Curtis anscheinend. Ja, und die quiekt beim Durchbohrt werden von Kugel. Ja, ich wollte gerade sagen, wie rettest du dich jetzt aus diesem Satz? Schwierig. Naja, weiter im Text lieber schnell. Das alles seht ihr. Nee, das alles. Das alles habt ihr schon gesehen. Seht ihr im letzten Teil. Aber ihr seht. Wenn ihr euch den nochmal anguckt. Genau. Während ihr auf den nächsten Teil wartet, den 18. Teil dann, bei Games & Gerstensaft extrem mit Killer 7. Gut gerettet. Nee, das ist geplant. Das ist geplant. Dann geht's weiter. Alter auf der Jagd nach Curtis Blackburn. Dann gehen wir nämlich nach draußen. Auf dem Campingplatz. Und besuchen unseren Freund den Armin. Besuchen Armin. Ulf Meder. Armin Ulf Meder. Mit seinem Afro. Nein, wir suchen ja immer noch Hubert Nuttenkiller. Hubert Nuttenkiller. Und Ayame, die werden wir auch wiedersehen. Ja. Ja, kann ich schon mal. Wir haben sie ja nicht umgebracht. Wir haben sie nicht umgebracht. Sie ist dann einfach so schön lässig. Da, 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 da. Ist er weg. Ja. Suda 51. Tolles Spiel. Super. Dominik, deine persönliche Meinung? Ja, super toll. Bin gespannt, wie der Wahnsinn sich das nächste Mal wieder übertrumpfen wird. Ja. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Okay. Macht's gut, like, subscribe, kommentieren und bleibt nicht zu nüchtern. Tschüss.